Hallo ihr Lieben, morgen ist Valentinstag und wir befinden uns ja immer noch in den Portaltagen und in dem Portaltagsorakel ging es ja darum, dass wir zur Königin unseres Herzens werden, ja, und Güte und Herzensenergie und Mitgefühl zeigen. Und deswegen dachte ich, passt ja alles, ne, zur Königin der Herzen werden, ja. Und das passt ja sehr zum Valentinstag. Und da habe ich gedacht, befragen wir Kryon mal wieder, ob er noch eine Botschaft für Valentinstag hat, weil Kryon und seinen Appell an uns, neue Erfahrungen zu sammeln, ist immer noch sehr präsent. Hatten wir ja, glaube ich, vor 2 Wochen oder so mal in einem Orakel, ne? Oder 3 Wochen mittlerweile sogar schon, aber es ist immer noch in diesem Wandel, ne? Sich die Zweifel abzulegen und sich neue Erfahrungen auch zu erlauben. Und deswegen habe ich für Valentinstag Kryon nochmal dazugeholt. Und dann dachte ich, gucken wir einfach mal wieder mit den Tarotkarten, ob wir ein bisschen mehr rausholen können. Ne? Noch ein paar Zusatzinformationen, ein bisschen mehr Fülle dazu kriegen. So, dann fangen wir erstmal mit Kryon an. Wollten diesmal auch gleich 3 Karten springen, ja? Sonst ist es bei Kryon ja echt immer so, komm, eine und die sitzt. Aber da ist Redebedarf anscheinend. Gucken wir uns mal an. Ja, zu Valentinstag. Ein Herz aus Eis kann nichts fühlen. Es wird Zeit, die Matrix dieser Wirklichkeit zu verändern. Da ist... Was habe ich gesagt? Ich habe doch gesagt, dass die Kryon-Energie, sich neue Erfahrungen zu erlauben, immer noch sehr präsent ist. Ja, und das war die Karte, ne? Weil es ging in unseren ganzen Orakeln jetzt immer darum, dass wir uns im Grunde genommen keine neuen Erfahrungen erlauben, weil wir uns nicht trauen, an alten Verletzungen festhalten und uns in Zweifeln gefangen halten. Und das hatten wir ja auch wieder im Wochenorakel. Ja. Und hier, jetzt setzt da nochmal einen nach. Ne? Jetzt setzt da nochmal einen nach und sagt, warum erlaubst du dir keine weiteren Erfahrungen? Erfahrungen sind dein bester Lehrer. Warum schreibst du schon vorher die Geschichte? Warum bestimmst du schon vorher, dass es bestimmt negative Rückmeldungen geben wird? Ja, dass es bestimmt zu einer weiteren Negativerfahrung führen wird. Was ist das für eine Bewertung, die du schon im Vorhinein in deinem Köpfchen triffst? Ja, guck dir an, wo kommt sie her? Sie kommt aus der Vergangenheit. Ne? Es ist jetzt einfach die ganze Zeit aktuell Thema, diesen Wandel zuzulassen. Ja? Die Bewertung kommt aus der Vergangenheit, weil du an der Vergangenheit festhältst. Aber die Zukunft kann neu beschrieben werden. Sie kann neu beschrieben werden, wenn du die Vergangenheit sterben lässt, ja? Ruhen lässt, loslässt und nicht schon selbst ein Manuskript schreibst, ja, das das Ergebnis festlegt. Ja. Da, das ist hier, das ist die Matrix, ne, die du schreibst. Und es wird Zeit, diese Wirklichkeit zu verändern. Ja, du hältst dein Herz gefangen. Ein Herz aus Eis kann nichts fühlen. Und
Erlaube dir die Erfahrung, das zu verändern, in die Veränderung zu bringen. Indem du neue Erfahrungen machst und nicht mehr an den Erfahrungen aus der Vergangenheit festhältst. Du hast dich verändert, ja, weil wir leben nicht in der Vergangenheit. Du hast dich verändert, die Situation hat sich verändert, es ist alles im stetigen Wandel. Und deshalb, ja, also ihr scheint euch diese Erfahrung nicht zu erlauben, ja, ne, hier die Zweifelfalle, ja, bleibt da eingefroren, sage ich mal, ne, lasst nicht fließen und hier setzt Kryon halt nochmal einen drauf, ja. Hat er uns anscheinend die letzten 3 Wochen beobachtet. Ja, festgestellt, gibt es doch gar nicht. Er muss jetzt noch mal einen Impuls her. Ja, weil es Zeit wird, die Matrix dieser Wirklichkeit zu verändern. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ach, das ist wieder hier mein runder Schutzengel. Ne? Da wollen immer keine Karten stehen bleiben. Geht? Geht. Wartet mal. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal, wie schön die Sonne da wieder drauf scheint. Dann würde ich sagen, gucken wir, ob wir noch ein bisschen Informationen dazu kriegen. Ne? Und wisst ihr ja, ne, mit Tarot mache ich keine neuen Erlegungen. Da gucken wir einfach so, ja, da lassen wir fließen. So, Kryon, Erfahrung ist der beste Lehrer. Wir bleiben im Verstand, wir gehen nicht ins Herz, wir lassen die Verletzungen im Herz nicht los, wir halten an der Vergangenheit fest. Alles ist im Wandel, im stetigen Wandel. Es wird Zeit, die Matrix dieser Wirklichkeit zu verändern. Was bekommen wir noch an Informationen dazu? Seht ihr alles? Ja. Was haben wir hier? Die 2 der Schwerter. Also, welche Situation haben wir hier? Der eine passt sich dem anderen an. Mit erhobenem Schwert, erhobenen Haupt. Das ist ja doof, da seht ihr die Karten ja nicht. Was ich gesagt habe, alles ist im stetigen Wandel. Ne? Hier ist ein Ausgleich passiert, hier wurde ein Ausgleich geschaffen. Hier gucken sich 2 auf Augenhöhe entgegen. Auf Augenhöhe des Verstandes. Der eine passt sich dem anderen an und diese Tatsache wird ignoriert. Kennt ihr dieses Kinderspiel? Also wir haben das als Kind ganz oft gemacht, das kommt mir jetzt gerade wieder rein. Wer am längsten den anderen angucken kann, ohne zu blinzeln, oder wer als erstes wegguckt, hat verloren. Hier, schaut mal. Das ist immer noch dieses Machtspielchen. Ne? Es ist jetzt aber eine Balance, ne? Ein Ausgleich. Es ist ein Gleichgewicht geschaffen worden. Was für eins? Es sind beide im Verstand. Es sind beide im Verstand. Da. Ein Herz aus 1 kann nichts fühlen. Welche Matrix gilt es zu verändern? Könnt ihr euch noch an das Neumond-Orakel erinnern, wo wir liegen hatten, dass sich ein Gegenüber jetzt in der Co-Abhängigkeit zu eurem Verhalten
befindet. Schaut mal. Ihr habt die Waffe des Verstandes gezogen. Ja. Und ein Gegenüber befindet sich in dieser Co-Abhängigkeit. Das ist jetzt eure gemeinsame Ebene. Ihr habt eine gemeinsame Ebene, definitiv. Aber es ist diese gemeinsame Ebene, wo es Zeit wird, die zu verändern. Und sich da eine neue Erfahrung zu erlauben. Okay, gucken wir mal. Was liegt denn hinter euch? Ja. Was stärkt euch da den Rücken? Da haben wir bei dir die große Arkana, die Sonne. Ja, also bei dir liegt eine Aktivitätskarte, ne? Eine wichtige. Große Arkanen sind immer wichtige Lebenserfahrungen, die gemacht werden wollen. Und hier geht es jetzt um die Lebenserfahrung, die Matrix nochmal zu verändern und ins Herz zu gehen. Weil die Sonne ist die positive Kraft, die liegt auf deiner Seite. Du bist die positive Kraft. Ja, hier ist die Energie für Aktivität, die aber leider gerade in die falsche Richtung läuft, ne? Hier aus dem Kopf, ja, aus dem Kopf, aus Abwehrhaltung, aus Zweifel, ne? Und auch sehr angepasst ist. Ne? Angepasst an was? An das Verhalten des Gegenübers. Ne? Was haben wir denn hier beim Gegenüber? Auch eine große Arkana. Das ist ja jetzt der Oberhammer. Ne? Ich habe euch ja gerade gesagt, dass die großen Arkanen ja wichtige Lebensphasen sind, ja, und dass jetzt eine Zeit des Wandels ansteht, eine Zeit, eine alte Lebensphase zu beenden, die ihr nicht beendet, ne, wie wir es im Wochenorakel hatten, die ihr nicht beendet, weil ihr im Zweifel stecken bleibt, weil ihr diesen Wandel kein Glauben schenkt, ja, ihr bestimmt schon vorher ein Negativergebnis. Und genau hier liegt aber der Wandel. Weil was liegt bei eurem Gegenüber? Bei eurem Gegenüber liegt der Hierophant, ja? Hier liegen jetzt ethische Werte, ja? Psychologische Reife, Spiritualität. Das heißt, euer Gegenüber, werdet ihr sicherlich gemerkt haben, ja? Kommt entweder gerade gar nicht auf euch zu, weil euer Gegenüber im Verstand ist, ja, und ja verstanden hat, und das haben wir auch die ganzen letzten Wochen gelegt, und ja verstanden hat, ne, was sind ethische Werte? Und an diese ethischen Werte habe ich mich zu halten. Dass ich mich daran zu halten habe, hast du deinem Gegenüber lange genug jetzt verklickert, ja. Und dieser Reifeprozess hat stattgefunden. Jetzt ist aber das Problem, dass ihr euch beide auf dieser Ebene eingependelt habt. Ja? Und schaut mal, jetzt unterliegen beide diesen ethischen Werten. Das sind Fesseln, ne? Jetzt habt ihr beide die Fesseln des Verstandes angelegt und mit den und die unterliegen den ethischen Vorstellungen ganz im Kopf. Keiner erlaubt jetzt mehr seinem Herzen, seiner Sehnsucht zu folgen.
Ja, wir. Bin ich meinem Herzen gefolgt? Habe ich den ethischen Rahmen aufgepresst bekommen? Den habe ich jetzt anerkannt und übernommen. Ja, dieser Reifeprozess ist bei mir erfolgt. Aber was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt damit? Jetzt kann ich ja meinen Herzimpulsen nicht mehr folgen. Und du sagst, ich habe mich aus meinem Herz zurückgezogen und bin in den Verstand gegangen und habe meine Werte klar ins Außen verdeutlicht. Ja, aber was nun? Was nun? Was nun? Jetzt habt ihr beide diese Fesseln. Das ist ja ungünstig, ne? Und jetzt geht's drum, ja? Wenn dein Gegenüber dir in den Verstand gefolgt ist und die psychologische Entwicklung und die ethische Entwicklung angenommen und durchlaufen hat, dann wird es jetzt Zeit, ja, einen Wandel zuzulassen, Vergangenheit loszulassen, Vergangenheit ruhen zu lassen. Denn wenn das so weitergeht, wäre nicht gut, ne? Und das ist das, was Kryon meint mit. Schreib die Matrix jetzt neu, ja? Hier wurde gelernt und jetzt verlasst diese Ebene. Und die Aktivitätskarte, wie vorher bei nehmen mein Wert, ja, meine Ethik, versteh die und nehmen die an. Ja, geht's jetzt wieder, liegt die Aktivität, ja, die positive Aktivität bei dir auf deiner Seite, ne? Was würde denn die Fesseln lösen? Gucken wir doch mal. Ja, hier. Da haben wir das Mädchen in der Kirche. Na, was ich gerade meinte, jetzt liegt die Aktivität, ne? Hier liegt das Begreifen, ja, das Verstehen, ne? Die Entwicklung, ja, die Intuition, ne? Die Impulse. Ja, ist so, ne? Verstehe ich, habe ich gelernt, ja, ich bin gereift, ne? Hier, wir sind jetzt wieder Augenhöhe. Und jetzt liegt die positive Energie, das von dieser Ebene wieder runterzuheben, auch wieder auf einer Herzensebene neue Erfahrungen zu sammeln, wo das ja nun gereift und gewachsen ist, ja, auch wieder bei dir. Und das ist halt Mädchen der Kelche, ne? Kelchkarte. Ich habe gefragt, was würde die Fesseln lösen? Ja. Und das ist das Herz, ne? Das sind die Emotionen, ne? Also sprich eine entsprechende Botschaft aus dem Herzen von dir, ja. Das ist von Schmetterlingen begleitet und Schmetterlinge stehen für Transformation, ja. Sprich, um einen Wandel, um eine neue Ebene herbeizuführen, um diese Ebene wieder verlassen zu können. Ja. Also, um die Fesseln zu lösen, ja, geht es darum, die Matrix des Herzens aus Eis zu verändern, neue Erfahrungen auf dieser Ebene zuzulassen und das mit einer Botschaft, ja, die nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen kommt. Die hätte transformatorische, ne, hier von Raupe zu Schmetterling, ja.
transformatorische Bedeutung. Gucken wir doch mal, was würden denn die Schmetterlinge gerne überbringen? Ja? Ein Stern. Oh, ein Wunsch. Schaut mal, Sternenhimmel. Ja, weiß ich auch wieder nicht, von wem das Lied ist und wie es weitergeht. Aber da ist es wieder, ne? Das eine Lied, das in jeder Legung kommt. Ja, also, welchen, ja, Sternenhimmel, Matrix, es wird neu, Zeit, ein neues Sternbild zu kreieren, ja. Ganz genau. Ihr habt beide gelernt, das ist die 8 der Münzen, ne? Ihr habt beide gelernt und jetzt geht es darum, diese Ebene zu verlassen und einen Wunsch, einen Stern, ja, damit diesen Kelch zu füllen. Ne, guck mal, das spiegelt auch nochmal die Zweifel wieder, ne? Guck mal, wie sie hier sitzt und in den leeren Kelch starrt, ne? So, grübel, 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 ne? Was soll ich denn da reinpacken, ja? Was soll ich denn hier losschicken? Was soll ich denn hier? Dein Wunsch. Dein Wunsch. Mit dem soll der Kelch befüllt werden. Dein Herzenswunsch. Sammelerfahrung, ja, also sprich, es geht hier immer noch um die Lernaufgaben, ja. Backe vielleicht erstmal kleine Brötchen, also vielleicht schickst du einem gegenüber jetzt nicht. Das ist ja super geil, dass du hier endlich Ethik und Reife an den Tag legst, ja. Mehr wollte ich ja gar nicht. Jetzt pack mal deine 7 Sachen, komm hierher, wir heiraten morgen und kriegen 5 Kinder. Also vielleicht geht es erstmal wieder um die Sehnsucht, keine Ahnung, den anderen mal wieder zu spüren, zu riechen, zu berühren, ja, um so einen Wunsch, ja, die kleine Brötchen, ja, einen neuen Punkt in das Sternenbild zu setzen, ja, eine neue Erfahrung, die ihr in den Himmel sendet, ja, ein neues Sternenbild zu erschaffen. Eure Matrix zu verändern. Das ist es. Punkt. Keine weitere Karte. Aber wir können ja nochmal die Quersumme bilden. Mal gucken, was es da noch zu horchen gibt. 8 und 5, 13. 15, 25 und 9, 34. 3 und 4 sind, ja, ist der Hammer. 3 und 4, ihr Lieben, sind 7. Und der 7, hier, ich bin schon bei der Karte. Und die 7 steht für den Wagen, ja. Und der Wagen ist wieder Aktivität, ist wieder Dynamik, ja, Fortschritte machen, sich auf ein neues Ziel hin bewegen. Dafür steht der Wagen, für den Aufbruch. Brech auf. Warum? Weil es Zeit ist, jetzt ein neues Sternbild zu kreieren. Weil ihr die Augenhöhe erreicht habt. Und deshalb hier die 8 der Münzen. Das Sammeln der Erfahrung. Ja, hier das Sternbild. Ein neues Sternbild. Die neue Matrix. Warum? Weil dieses Herz auf Eis nicht fühlen kann. Boah. Ja. Und als Zusammenfassung, wie gesagt, die 7, der Wagen, der Aufbruch. Es wird Zeit. Und ich finde das ein super schönes Valentinsorakel, weil es die ganz eindeutige Botschaft enthält, die Zweifel hinter sich zu lassen,
und seinem Herzensmenschen zu Valentinstag vielleicht einen kleinen Wunschstern zukommen zu lassen, den Mut dafür zu finden. Okay. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch für den Valentinstag wieder ein bisschen was mitgeben. Und freue mich wieder sehr, wenn ihr mir was zurückgeben möchtet. Da Pfeil nach unten, Infobox, habt ihr dann mein PayPal-Link, ja. Bis dahin, ihr Lieben. Ach so, wann ist denn dahin überhaupt? Muss ich mal im Kalender, jetzt bin ich so beduselt, ne? So benommen. Sonntag ist dahin. Ja, genau. Sonntag mit einem neuen Wochenorakel, ja.